Wie lange hält die Batterie von einem Elektroauto? Was muss ich tun, damit sie 500.000 Kilometer und weiter fährt? Das und vieles mehr zeigen wir Ihnen heute in der neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Gerry, was sehen wir denn heute? Ja, wir werden uns heute mal mit dem ganzen Thema Batterielebensdauer auseinandersetzen. Das ist ja bei vielen, die mit Elektromobilität so ein bisschen spekulieren, eines der ganz wichtigen Punkte, wie lange hält denn so eine Autobatterie? Weil man hat ja die Erfahrungen von Elektronikgeräten, Handy und so weiter, dass das ja nur 2 Jahre hält. Und dann war es natürlich eine ziemlich kritische Sache, wenn das beim Auto auch so wäre. Und dem werden wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Dafür haben sich unsere beiden E-Profis Harry und Gerry heute beim ÖMTC in Salzburg-Nord getroffen. Hier wollen sie im ersten Schritt herausfinden, wie gut die Batterie in Gerrys ein Jahr altem E-Auto heute noch ist. Dabei hilft ihnen Michael Kocher. Der stellvertretende ÖMTC-Direktor ist unter anderem für Innovationen zuständig. Ja Michael, ich habe heute mein Enyaq mitgebracht. Das Auto ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr. Hat ein bisschen mehr wie 11.000 Kilometer drauf und ich bin jetzt brennend gespannt, wie denn jetzt meine Batterie nach einem Jahr eigentlich so ausschaut. Das ist eine Box, wir konfigurieren die Box, die steckt man da noch beim OBD-Stecker, die liest nachher immer wieder die Daten aus und am Ende des Tages kriege ich noch ein Zertifikat raus, was ist mein Gesundheitszustand der Batterie. Das heißt, wenn jemand bei seinem E-Auto wissen möchte, wie die Qualität von seinem Akku jetzt noch ist oder wenn er sich damit beschäftigt, ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen oder vielleicht sein eigenes zu verkaufen als Sicherheit für den nächsten Käufer, dann kann der zu euch kommen und kann diesen Test bei euch machen. Der kann auch zu uns kommen, der ruft auf die Stützpunkte an. Wir haben 3 Stützpunkte ausgestattet mit dieser Velobox. Das ist da der Stützpunkt Salzburg-Nord in der Vogelweiderstraße, aber auch die Zentrale in der Alpenstraße drinnen, der Stützpunkt Salzburg-Süd und im Pinzgau drinnen der Stützpunkt Saalfelden. Und loslegen heißt jetzt für mich, wir bauen das Ding jetzt dann ein. Was muss ich dann machen? Wir konfigurieren die Box, wir geben dir die Box nachher. Das Auto muss auf 100% geladen sein und dann kannst du loslegen, Gerry. Dann geht's los und du fährst das Auto auf 110%. Das war's. Na gut, dann auf und los. Dann brauche ich jetzt einmal bitte den Zulassungsschein, dass ich die Box nachher an die Avilo-Box konfigurieren kann. Okay. Das war einmal das Wichtigste. Das ist relativ easy. Das Auto muss für den Batterietest zu 100% geladen sein. Dafür braucht Gerry noch etwas Strom. Der Michael hat gesagt, er muss 100% vollgeladen sein. Das heißt, wir haben momentan 99% drinnen. Das 1% werden wir jetzt schnell laden. Ich habe das mobile Ladekabel mitgenommen. Da haben wir die entsprechenden Steckdosen. Und jetzt werden wir das Ding anschließen. Tipp ist, Benutzung dieses mobilen Ladegeräts immer zuerst an der Steckdose anstecken und dann erst am Auto. Und beim Abstecken genau umgekehrt. Und das aus Sicherheitsgründen, damit das mobile Ladekabel sofort beim Anstecken über Probleme informieren und so das Auto keinen Schaden nehmen kann. Während der Enyaq noch lädt, stellen Gerry und Michael alle Details an der Avilo-Box ein, damit das Ergebnis auch wirklich stimmt. So, jetzt haben wir die Box konfiguriert und jetzt werden wir es im Fahrzeug anstecken. Wo kommt die hin, Michael? Genau, wir schauen jetzt, wo der OBD-Stecker ist und da stecken wir die Box jetzt an. Ja, der ist normalerweise immer unter dem Lichtschalter, irgendwo im Fußraum. Perfekt, dann werden wir finden. So sein, ne? Passt. Schauen wir gleich. So. Ha, schau, stimmt, genau da ist er. Damit ist das Gerät auch schon fertig montiert. Gerry bekommt sofort eine Bestätigung auf sein Handy und kann den Test jetzt starten. Doch bevor er seinen Enyaq auf unter 10% fährt, lassen sich unsere Experten noch auf eine kleine Wette ein. Wir werden also jetzt jeder einen Tipp abgeben, was nach dieser Messung, in welchem Gesundheitszustand also die Batterie ist, wie viel Prozent also jetzt also noch der Akku also an Kapazität hat, machen. Mein Tipp ist ganz konkret 99,1%. Wir sind uns nicht immer so einig, aber jetzt sind wir uns offensichtlich einig, ich tippe 99%. Ja, ich habe gesehen, 99%, wir sind uns nicht ganz einig, ich sage 97%. Nach ein paar Tagen werden wir sehen, wer am nächsten dran ist und die Schätz-Challenge gewinnt. Doch bevor sich Gerry auf den Weg macht und die Batterie leer fährt, hat er noch Tipps für uns. So halten Sie Ihre Batterie möglichst lange gesund. Erstes Thema ist, wenn man sie aussuchen kann, AC-Laden oder DC-Laden, also Wechselstrom oder Gleichstrom, dann sollte man immer AC-Laden vorziehen, weil da einfach die Energie, die in die Batterie eingespeist wird, relativ gering ist und damit die Batterie nicht belastet wird.
Das zweite Thema, das alle Hersteller sehr aktiv kommunizieren, ist das mit der Reichweite. Das heißt, wenn man die maximale Reichweite heute nicht braucht, die Batterie nur unter Anführungszeichen auf 80% zu laden. Das heißt, die 100% Ladeziele nur dann zu nutzen, wenn man wirklich die Batterie und voll braucht und damit die Reichweite voll braucht. Das heißt, der ideale Ladezustand ist so im Alltag zwischen 20% und 80%. Und natürlich ein ganz entscheidender Faktor ist nicht das Thema Laden, sondern wie fahre ich mit dem Auto? Und das kennen wir vom Verbrenner. Man kann einen Verbrenner natürlich so richtig sportlich fahren. Das funktioniert logischerweise sehr gut, aber hat natürlich erhöhten Verschleiß zur Folge. Und beim Elektroauto ist das mit der Batterie so. Das heißt, wenn man fährt, dann sollte man eher einen effizienten Fahrstil an den Tag legen. Das heißt, die Performance des Fahrzeugs wirklich nur dann zu nutzen, wann man es braucht und ansonsten eher im effizienten Bereich unterwegs zu sein. Damit geht die Testfahrt jetzt los. Gary macht sich auf den Weg, er fährt über 400 Kilometer, damit der Akku unter 10% kommt. Die Fahrten gehen über die Berge und entlang von Seen durch schöne Täler. Wie hoch wird die Kapazität seines Akkus wohl noch sein? Wir werden es gleich erfahren. Eine Woche später. Harry wartet schon beim ÖMTC auf Gary. Immerhin will auch er wissen, wer die Challenge gewonnen hat. Doch davor ist er noch am Telefon mit Markus Schreiber von der Technischen Universität München verabredet. Markus testet an der TU seit vielen Monaten Akkus von einem E-Auto. Batterien aus einem VW ID.3 werden dabei täglich nach unterschiedlichen Fahrprofilen entladen und je nach Testvariante schneller oder langsamer mit Strom befüllt. Ein Szenario dieser Tests war also ein Pendler-Szenario und das hat es glaube ich 70.000 Kilometer gefahren mit dem Akku. Wie geht es denn der Batterie noch, die 70.000 Kilometer? Die Batterie hat nur ca. 97% der initialen Kapazität. Also wir haben 3% an Kapazität verloren über die ersten 70.000 Kilometer ungefähr. Und zum Vergleich, dass man es ein bisschen einordnen kann, die Herstellergarantie von VW ist 160.000 Kilometer bis 70% Batteriekapazität. Ihr habt es dann einen zweiten Akku getestet und das war ein sogenanntes Autobahn-Szenario, wo jeden Tag vollgeladen worden ist und also auch wieder schnell entladen worden ist. Wie geht es denn also diesem Akku? Der hat ja glaube ich 200.000 Kilometer schon am Buckel. Da haben wir inzwischen eine Distanz von ca. 230.000 Kilometer zurückgelegt. Also sind erheblich über diesem Limit der Herstellergarantie angekommen. Und die Batterie weist immer noch einen Zustand von über 90% der initialen Kapazität auf. Ihr seid also in diese Tests also mit gewissen Erwartungen hineingegangen, habt wahrscheinlich auch interne Prognosen gestellt. Wo stehen wir denn heute? Also wir wollten eigentlich ursprünglich bis eben SOH, also Batteriezustand 70% runter zyklisieren und haben eigentlich gedacht, dass wir das vielleicht zu einem halben Jahr bis Jahr schaffen würden, weil wir ja durchgehend zyklisieren, also wir machen keine zwischenzeitlichen Pausen und wir haben eigentlich schon gedacht, dass wir das schaffen. Mittlerweile laufen die Versuche fast ein Jahr lang und wie gesagt, wir sind immer nur über 90%, also wir haben schon mit einer sehr anderen Alterungsrate gerechnet. Wow, also auch die Versuche der TU München zeigen deutlich, mehrere hunderttausend Kilometer mit einer gesunden Batterie sind nicht nur möglich, sondern in der Regel überhaupt kein Problem. Während Harry noch telefoniert, trifft Gary beim Hypercharger in der Sternigstraße Nico Meierhofer. Nico ist der Initiator und der Chef des Avilo Batterietests. Das Thema Gebrauchtwagen Ankauf und Verkauf ist jetzt einmal ein Anwendungsfall, den wir da jetzt so simuliert haben. Gibt es da noch andere Anwendungsfälle, wo die Box interessant ist? Ein wichtiger Aspekt ist auch noch derer, dass Kunden, die zum Beispiel vor Ablauf der Garantie den Batterietest machen sollten. Wir haben immer wieder jetzt Fälle, im Grunde waren es schon 2 bis 3, wo kurz vor der Garantieablauf ein Batterietest gemacht wurde und der gerade noch den Garantiefall sozusagen umsetzen konnte und die Batterie getauscht bekommen hat, weil wir eben gezeigt haben, dass bei der Batterie ein Defekt ist oder ein Defekt vorliegt innerhalb der Batterie. Jetzt klingt ja das relativ dramatisch mit 2 bis 3 Fällen. Ist das jetzt die Regel oder ist das die Ausnahme? Nein, also man kann die Kunden auch beruhigen. Es ist einfach das Thema, dass das circa die Tests, die wir machen, circa 1 aus 100 Fälle passiert sowas, ja, dass irgendwas defekt ist oder nicht in Ordnung ist. Also wie gesagt, es geht einfach darum, den Kunden vor der Katze im Sack zu schützen, dass man einfach was kauft, was man nicht weiß. Oder weil der letztendlich der eine Kunde, der dann das defekte Auto gekauft hat, der wird sich ärgern, wenn eine Batterie das nicht gemacht hat. So Gary, jetzt aber auf zum ÖMTC. Michael und Harry warten dort schon auf dich.
Schließlich wollen wir ja das Testergebnis von deinem Auto wissen. Wer von euch hat wohl die beste Schätzung abgegeben? Michael, servus. Hallo Gerry. Grüß dich. So. Hi. Spannendes Thema, A, die Box und B, natürlich das Spannendste, wer hat unsere Wette gewonnen? Wo ist jetzt rausgekommen? Ja, das Zertifikat halte ich hier in Händen. Es ist ein relativ guter Wert, was noch rausgekommen ist, in meinen Augen. Okay. Wir liegen bei 96%, wie man es da am Schirm sehen kann. Damit hat Michael unsere Challenge gewonnen. Er lag nur einen Prozentpunkt daneben. Ja, also in Wirklichkeit kann man mit dem Wert auf alle Fälle zufrieden sein. Natürlich will man immer, dass das möglichst nahe 100% ist, aber wenn man das so vergleicht, was man von anderen Herstellern an Erfahrungen hat, die schon länger Elektroautos bauen und die schon länger auf der Straße unterwegs sind gegenüber von dem, denke ich, ist das so in der üblichen Range drin. Gerry, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Hast du eigentlich schon mal einen anderen Hersteller in die Richtung angeschaut? Ja, es gibt da ganz interessante Zahlen von Tesla. Die sind ja sehr, sehr lange am Markt. Es gibt in Holland und in Amerika gibt es ja sehr große Tesla-Clubs, also von Tesla-Fahrern, die da immer wieder ihre Werte auf die Plattformen stellen. Und da ist eine ganz interessante Zahl bezogen auf das Modell S, also das es am längsten gibt, und das Model X, also das große mit den Flügeltüren. Und die kommen nach 200.000 Meilen auf eine durchschnittliche Restkapazität von 92%. Und was man dort sehr schön sehen kann, diese Verringerung der Speicherkapazität ist am Anfang ein bisschen höher. Und je älter das Fahrzeug wird, desto flacher wird diese Kurven. Und wenn man sich die Werte anschaut, braucht man vor dem Thema Batteriedegeneration, glaube ich, keine Angst nicht haben. Wenn euch die Langlebigkeit von Akkus in E-Autos gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal.